Hallo, wir schauen uns heute an, wie du zu Hause dein perfektes Filterkaffee-Rezept erarbeiten kannst. Und das machen wir heute mit unserem neuen Kaffee aus Äthiopien, von der Region Yirgacheffe, ein anaerob fermentierter Kaffee. Und den werden wir jetzt gemeinsam zubereiten, und zwar mit dem Orea Ripper. Auf geht's! Das erste, was wir beachten müssen, ist ein Wasser zu Kaffee-Verhältnis von ca. 1 zu 15 zu 1 zu 16. Das bedeutet, nehmen wir zum Beispiel 17 Gramm Kaffee her, dann wird das jetzt auf 270 Milliliter aufgegossen. Und das ist beispielsweise mein Lieblingsrezept, mit dem ich an jeden neuen Kaffee herangehe. Ich habe immer mein Standardrezept und so brühe ich eigentlich jeden Kaffee und danach schaue ich, wie der auch schmeckt und beginne das Rezept zu adaptieren. Beispielsweise ist der Kaffee zu dünn, also zu wässrig, dann kann ich in erster Linie mal die Gramm erhöhen, also zum Beispiel auf 19 Gramm, oder auch den Mahlgrad. Und genau dieses Herumspielen und dann Verkosten, das ist das, was Filterkaffee so spannend für mich macht. So, wir brühen jetzt mit Orea. Es ist eine sehr steile Wand mit einer sehr schnellen Extraktion und das bietet dem Brüher einige Vorteile. Aber zu Beginn müssen wir jetzt den Kaffee mal mahlen und das mache ich hier mit der Kommandante. So, kurze Erklärung zum Mahlgrad. Wird der Mahlgrad zu fein gewählt, dann braucht der Kaffee zu lange, dass er durchtritt, also durchfließt. Das heißt, die Kontakte zwischen Kaffee und Wasser ist zu lange. Der Kaffee wird zu bitter. Im Gegenteil, wenn der Kaffee zu grob ist, fließt das Wasser zu schnell durch. Es wird zu wenig vom Kaffee gelöst und der Kaffee schmeckt eher dünn und vielleicht sogar sehr sauer. Parallel dazu haben wir jetzt auch schon das Wasser aufkochen lassen auf 93 Grad. Und bevor wir jetzt letztendlich starten, den Kaffee zu brühen, bringen wir mal den Brüher, aber auch die Kanne auf Temperaturen und waschen das Filterkaffeepapier einmal ordentlich durch, dass auch der Eigengeschmack des Papiers entweicht. Um auf Nummer sicher zu gehen, wiege ich jetzt nochmal die 18 Gramm ab und schaue, dass ich eine glatte Oberfläche habe, dass das Wasser nicht an der Seite irgendwo vorbeifließt. Und jetzt geht's los mit der sogenannten Blooming-Phase. Ich gieße die 2- bis 3-fache Menge des Kaffees in Wasser einmal in den Kaffee ein und gebe dem Wasser Zeit, in den Kaffee einzudringen und dass das CO2 vom Rösten mal entweicht. Man sieht, dass der Kaffee aufquillt, dass Bläschen entstehen und das Ganze dauert ca. 30 bis 40 Sekunden. So schaffe ich es, eine gleichmäßige Oberfläche zu haben und der Kaffee ist dann sozusagen bereit, gebrüht zu werden. Nach 40 Sekunden gieße ich jetzt in meinem Rezept auf 120 Milliliter auf und warte dann wieder, bis das Wasser durchgeflossen ist. Ich mache das zum Beispiel immer in Kreisbewegungen, dass ich möglichst viel auch vom Kaffee löse. Ist das ganze Wasser durch das Kaffeebett, gieße ich jetzt von den 120 auf 170 Milliliter weiter auf. Warum diese vielen Schritte? Das mache ich deshalb, weil wir immer viel Bewegung im Kaffeebett drinnen haben. So schaffen wir es, einen möglichst intensiven, komplexen Kaffeegeschmack zu bekommen. In der Kombination aber nicht zu viel auch zu lösen, dass er bitter wird. Sind die 170 Milliliter durchgeflossen, gieße ich jetzt von 170 auf 270 Milliliter auf. Ihr könnt zu Hause als Vergleich auch Folgendes machen. Die 60 Milliliter 40 Sekunden des Blooms, aber dann von den 60 auf die 270 Milliliter in einen durchzugießen. Und die beiden Kaffees könnt ihr dann vergleichen, wie der Unterschied auch schmeckt. Der Kaffee ist jetzt durchgeflossen in 2 Minuten 24 als kleine Referenz. Ich entnehme den Brüher, schwenke einmal kräftig die Kanne, damit sich der Kaffee, der sich eigentlich schichte, also unten ist das ganze Intensive des Kaffees und oben wird er halt schon dünner, dass sich diese Schichten durchbrechen. Jetzt rieche ich schon das Blumige, sehr Süße vom Kaffee und jetzt können wir noch genießen.